Oh, was für eine Folge, was für eine Folge. Gepäppel. Gasmask. Rotten Apple Alkohol. Polarity Device. Chemical Crafting Station. So. Hier haben wir. Ich glaube, die machen wir hier auch mal raus. Und den nehmen wir nicht. Ich glaube, wir trinken erstmal was. So. Und dann schlafen wir erstmal. It's not enough to just look out for yourself. We all have to look out for each other. And that means asking yourself. So, wer will bei diesem. Was kommt denn da unten raus? Bei diesem Gequatsche, wer will denn da ordentlich schlafen können? Okay, wir müssen die wohl nehmen. This is not what I expected to sleep. Okay. But oh, ich bin immer noch völlig what's neben mir. going on? Die ganze Meute auf einen drauf. Sind die denn nicht mehr ganz dicht? So, wir lassen das alles. Die Frage ist, was hauen wir jetzt hier? Wir haben zweimal eine Gasmaske. Ich glaube, es macht Sinn, diese Sachen hier auch zu verstauen. Wir haben hier noch zum Glück was zu essen. Dann nehmen wir die jetzt mal mit. Und die kommen jetzt auch mal raus. Die nehmen nämlich nur Platz weg. Rubber Duck, Clove, Clove, Clove. So, den behalten wir. Tough Linen. Clove, Clove. So sieht das nämlich schon besser aus. Gilt Petal. Gilt Petal. Haben wir auch so viele. Poisonous, die habe ich jetzt auch keine Verwendung, ganz ehrlich. Dann essen wir die. Und von diesen sind sowieso viel zu viele. Die schmeißen wir alle raus. Da reicht's, wenn wir drei God, how the haben. fog only comes at night. Und Empty Pill Bottle haben wir auch viel zu viele. Schmeißen wir alle weg. Ich meine, es liegt ja hier. Ist die Frage, ob das despawnt oder nicht. Rotten Carrot, Tee. Die behalten wir mal. Clever Trap Tool. Das können wir auch mal behalten. Die Screw haben wir auch. Können wir aufräumen, wenn ich das gewusst hätte, dass wir 7 im Safe haben. Und Empty Power Cell. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Aber wer weiß. So, Guild Petals. So. Da haben wir auch so, so viele. Aber die sind ja, glaube ich, fürs Healing Ballen. Shredded Raincoat. Wir auch so viel. Weg damit. Weg. Shredded Raincoat haben wir auch nochmal hier, den überall. Shredded Raincoat. So. Okay. Was nehmen wir? Wir haben so viel Gelb in die Pill Bottle. Zeug, 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 Zeug über Zeug. Alles Sachen, die wir nicht brauchen.
Sieht jetzt aus, als hätten wir mehr Platz, aber ich glaube, es ist wirklich trügerisch. So, von diesem Duct Tape ist eigentlich ganz cool, wenn wir die Metal Bits hier einfach rausnehmen. Und dann lieber Filtered Water mitnehmen. Alkohol nehmen wir jetzt auch mal mit. Oder lassen wir zumindest hier. Empty Pill. Schon wieder diese Empty Pill. Wir dürfen nicht mehr alles mitnehmen. Das ist eine Katastrophe sonst. Strange how Metal everyone looks the Bits. same. I wonder if that's just a side effect that's stuck. Sortieren wir hier einfach mal ein bisschen. Shredded Raincoat. Ah, das ist ja echt übelst, welchen Rotz man da mit sich rumschleppt. So, Blue Current, wir sollten ein bisschen was essen. Und Kantinen haben wir doch auch jetzt hier. Braucht doch kein Mensch so viel Wasser. Weg damit. So, Feder können wir auch aufräumen. Salpeter haben wir zum Beispiel noch nicht. Den sollten wir genauso wie den Tee. Weg damit, weg damit. Den könnten wir auch aufheben. So. Und Moment hatten wir hier nicht. Canteen. Das könnten wir eigentlich auch trinken. So. Weg damit. Das nehmen wir einfach mal zur Sicherheit mit. Schlafen jetzt noch mal eine Runde. Now I lay me down to sleep. Wir haben 6 Uhr AM. Das ist gut. Da können wir jetzt raus. Haben genügend Platz und jetzt können wir uns in aller Ruhe umschauen. So, den ganzen Tag verpennt. Ich weiß nicht, ab wie viel Uhr es erlaubt ist, auf den Straßen zu sein. Wir haben jedenfalls auch keine Sneakers mehr. Die mache ich gleich mal, weil die braucht man eigentlich. Naja, obwohl wir nehmen sie dann, wenn wir sie brauchen. So, jetzt geht die Lampe aus vom Officer. Righto. Have you been? All right. Okay, jetzt scheint er wieder freundlich zu sein. Joypill. Wakey, wakey, everyone. Good morning to you. Lovely day for it. Good morning to you. Lovely day for it. All right. Was ist das hier? Good morning to you. Downer Breach, okay. Sind anscheinend Downer. Die wollten sich hier vom Acker machen, sieht's aus. Und die Autos ist mir vorhin schon aufgefallen. Ich habe es unkommentiert gelassen. Haben hier ja lustige viereckige Räder, um den Leuten wahrscheinlich die Illusion geben zu können, dass hier Autos gefahren werden. Aber wenn jemand tatsächlich fahren will, kommt er nicht weg oder sehr langsam, weil er eben diese viereckigen Räder hat. Das könnte eine Erklärung sein. Right as rain, sir. Right as rain. There you are. Lovely day, isn't it? So, was haben wir hier? Einen schönen Park, schöner Brunnen. Wir sind ja mittlerweile nicht auf. Hallo? Ist eine Schaukel oder was? Ah, verstehe. Lovely day for it. There you are. We'll all take a quick break for our daily recreational activity. Was der Jack hier redet, interessiert auch niemanden mehr. Zumindest nicht, wenn man Downer ist wie wir.
Da kann man das Geschwätze nicht mehr anhören. Ich sehe da eine Tür, die offen steht. Da gehen wir gleich mal hin. Oh, mit Sicherheitsdetektor. Und spätestens jetzt wird es Zeit für unsere Sneakers. Und wir craften uns die. Ja, heftig, heftig, was da vorhin abging. So schnell kann man in die Scheiße geraten. Ich würde jetzt auch sagen, ich bin jetzt nicht zwanghaft unvorsichtig vorgegangen. Ach, come on. Cheer up, you bastard! Time for tea! Okay, den haben wir jetzt. Und hier keine Zeugen hinterlassen. Okay, electrocute. Was ist denn hier los, hey? So. Oh no. Trust me. I know. Okay, sie ist zum Glück nicht tot. Freunde, ich wollte einfach nur in euer Haus. Wenn ihr damit ein Problem habt, kann ich doch nichts machen. Der ist hinüber. Actually think you owe me a bit of money. Gib mir die Frying Pan. So. Die sind gut auf Zack, Freunde. Also mit anderen Spielen kann man das nicht vergleichen, wo die NPCs so blöd sind, dass sie einen ewig lang nicht checken. Der war jetzt ziemlich weit weg und ich habe hinten durch die Hintertür nur reingelugt und dann hat er den Alarm ausgelöst. Ich glaube nicht, dass es Zufall war. Schauen wir uns später nochmal an. Dieses Haus sollte jedenfalls unbewohnt sein. Schauen wir uns nicht viel später an. Ich habe Angst, dass ich hier runterfall. Lieber nicht. Vorsicht. Das wäre sehr ärgerlich. Aber hier geht's auch nicht durch. Und... ja, was geht denn auf dieser Karte ab? Das ist jetzt ja deutlich schwieriger als bei den Downers. Aber ich hatte es ja schon vermutet. Ich hatte es schon vermutet, weil... so. Schließen hier mal zu. Oh, wir haben eine Power Cell. Sehr geil. So, und jetzt sind wir auch. Sind wir wieder auf Joy. Jetzt ist der Alarm auch nicht mehr. Jetzt sind wir erstmal wieder cool. There's no. So. So, du kommst hier mal raus. Nimm da mal Platz. So, und jetzt bleibst du draußen gefälligst. Ich will jetzt hier dein Haus mal in Ruhe anschauen, weil ich bin am Überleben und du nicht. Das ist der große Unterschied zwischen uns beiden. So, was ist das? Disarm. So, jetzt haben wir das mal ausgeschalten. Big Splinter, yeah! Den brauchen wir auf jeden Fall für die Dartscheiben.
da oben. Basic Lockpick. Die haben. Den hätte ich da auch drin lassen können. Hier ist ja auch nochmal einer. Coffee. So, that feels entirely too good. So, den werden wir auch mal ausmachen. Loaf, Loaf. Food Items. Yes, yes, das ist mächtig. 15% und Power Cell. Hier rentieren sich ja die Häuser noch viel, viel mehr. So, ich würde sagen, schlafen brauchen wir nicht. Und ganz ehrlich, hier in diesem Haus, nicht, dass die Alte den Schlüsseldienst holt und dann urplötzlich mit ein paar Officern hier reinläuft. So, Joypill. Wir kriegen hier wirklich genügend und überall aus dem Wasser kriegen wir Joy. Okay. Und ich glaube, ich sollte mir nicht mehr so viel Gedanken machen im Inventar, was ich rausschmeiße und was nicht. Weil man sieht es ja, man kriegt es im Überfluss. Hier ist ein Duct Tape, was wir nicht nehmen können. Pocket Expansion Kit. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Was ist das? Music Box. Damage, Stamina Cost. Das bin ich mal gespannt. Equip. Okay, keine Ahnung. Ich habe es jetzt hier im Ausrüstungsplatz. Da nimmt es am wenigsten Platz weg. Strangler. Speed of Takedowns. Auch cool. Jetzt geht's hier richtig ab. Cooles Haus, wo wir hier sind. Hammerpipe. Suing Kit. Disarm. Lever Traps, die Berserk Bomb, Berserker Bomb. So, wir sollten noch mal was trinken. Aber hier ist jetzt eh alles deaktiviert. Okay, mal runter wieder. Noch mal was trinken. Schönes Joy auffüllen. Diese Verkabelungen und Elektro-Teile. So, dass es nicht auffällt. Jetzt lassen wir die alte hier wieder rein. Wir wollen sie ja nicht komplett aussperren. Und hier auch. Raus da. Und zu. Hallo! Oh, hier ist schon wieder ein Downer Breach. Should clear up soon, I imagine. Alright. Okay, okay. Couldn't be better, thanks. Jetzt sollten wir langsam mal aber sicher angehen, dass wir hier lovely mal auch weiterkommen, weil ich will das Spiel jetzt eigentlich schon relativ zügig durchspielen. Ich habe jetzt gar nicht mehr so die Ambition, alles und jeden abzugrasen. Important. Ich meine, es macht nach wie vor schon Spaß. Power Cell, die nehmen wir auch mit, gerne. Metal Bits. And it works? Why don't you
come down the tea shop with me? Have you tried giving her flowers? Couldn't be better, thanks. Couldn't be better, thanks. In the Garden District. Right. Lass mich doch einfach mal. Good luck, then. Oh. Wir haben eine Overdose. Kann das sein? Krass, was ist das? Wieso haben wir jetzt so viel? Wir sollten vorsichtig sein. Sonst passiert vielleicht genau das. Lovely day for it. Oh, hello, dear. All attacks cost 5% less. 5% weniger Ausdauer. Lovely day for it. Lovely day, isn't it? So, jedenfalls müssen wir die nicht rum. Should clear up soon, I imagine. All right. Ja, ja, lass mich doch mal. Okay, gut. Bevor wir jetzt hier den nächsten Fight lostreten, gehe ich hier lieber mal raus. Ja. Gut, ich wäre natürlich auch etwas sauer. Was ist jetzt los? Gerade noch rechtzeitig, würde ich sagen. Huh. Lovely day for it. Should clear up soon, I imagine. Was? Wieso denn? Das ist mir noch nicht ganz so klar. Die verfolgen einen zum Glück nicht so. Also, die, wenn später mal aggressiver sind oder hartnäckiger, da hinten suchen sie mich. Dann könnte es richtig, richtig gefährlich und unangenehm werden. So, wir gehen jetzt hier rein. Wir haben nämlich abends und ich glaube, die Nacht sollten wir hier irgendwo verbringen. There's no excuse for being a downer, you know. Die sind aber auch überall. Dass die mal im Bett liegen, das wäre eigentlich auch mal. Dann könnte man sich nämlich hier außen wirklich gut durchschlagen. So, vorsichtig. I'm gonna fall asleep on my feet if I don't get some rest. Oh, und wir müssen unbedingt was essen, sehe ich. Ich hau jetzt mal einfach die Beeren weg. Weil ich denke nicht, dass ein Honig... Achso, wir haben auch gar keinen Honig mehr. Den hätte ich mir aufheben müssen. Aber Marmelade haben wir. Oh, und die gibt Fett. Was? Yam. So, das wäre mir beinahe der gleiche Fehler passiert, wovor ich in einer der vorigen Folgen gewarnt habe. Das ist nicht Jam, Marmelade, sondern das ist Yam, warum auch immer. Also Yam ist wahrscheinlich was anderes. So ähnlich wie eine Kartoffel. Okay. DSM-Pill. Okay. Ich glaube, den Tee zu trinken wäre jetzt die beste Option. When life annoys, pop a joy. Und hier noch die Currents. Und Rotten Potato. Healing Balm auf jeden Fall weg. Wir müssen, jetzt nämlich deutlich aufpassen. Eigentlich immer mit voller Gesundheit rumlaufen. Weil es kann ganz schnell gehen. Ihr habt es gesehen. Es kann ganz schnell gehen. So, hier die Flasche. Brauchen wir auch nicht. Berserk Balm. Makes people very nearby go berserk. Berserk people attack anyone who's not berserk. Okay. Diese Sachen, die können ja mal ganz lustig sein. God, I'm knackered. Hier eine Zutat, um irgendwas zu mixen, vielleicht auch eine Bombe. Und jetzt können wir uns mal in aller Ruhe das Journal anschauen. Vielleicht schlafen die ja dann danach. Tea time.
Investigate the area. Schau dir die Umgebung an. Okay, alles klar. Die alten Frauen bei der Tea Party werden sich wohl extrem aufregen und beunruhigt fühlen und rumschreien, wenn wir die Rohre in diesem kleinen Park untersuchen. Wir sollen das auch alles untersuchen. Es sei denn, die haben sehr, sehr gute Laune. Das heißt, wir müssen sie irgendwie abfüllen mit Joy oder einfach warten, bis sie genügend Tee getrunken haben. So, Odi Valley. Oh, wir haben eine Menge. Okay, das war das, die Downer Investigation, das habe ich nicht ganz mitbekommen. Und zwar... That strange female, he had some kind of device. Okay, also es gibt anscheinend so ein Device, so ein Gerät, um die elektronischen Fallen zu entschärfen. Und der hatte das. Allerdings hat er es nicht benutzt und er fragt sich zuerst, warum nicht. Aber klar, Joy lässt dich vergessen. Nicht dran denken. Okay, haben wir jetzt hier auch was? Okay, das haben wir auch nicht gelesen, aber das spare ich mir jetzt aus. Zu viel Text. Da ging es um Simon Says. Okay, und Mrs. Stokes. This is not what I expected the future to be. Okay, also das Menü ist relativ unübersichtlich, muss man schon sagen. Das haben wir. Das haben wir auch. Get across to Apple Home. Sind wir doch. Talk to James. Okay. Oh, die Zeit ist jetzt schnell vorbeigegangen. Ich schau mal, können wir jetzt hier nochmal... Bin ich vorbeigelaufen? Ich glaube nicht. So, hier ist es. Tja, die sind immer auf. Die sind immer auf, dass die mal in die Arbeit gehen oder dass die mal schlafen. Nö, die sind immer auf. So. Das Gefühl, wir sollten die Sneakers einfach mal ein bisschen besser einsetzen. Und sie einfach auch ausmachen. Ja, die sind immer da. Dann bleib da drin. Sneakers weg. Bleibt da drin. Das heißt, anscheinend, so wie ich das jetzt verstehe, weil wir haben ja auch einen proper Suit, haben wir eigentlich keine andere Wahl, als die Leute dann umzuhauen. Da ist schon wieder einer. So, wimmelt's von denen. Ja, jetzt kommt er raus. Super. Ich will doch nur was trinken. Ich bin nämlich sehr durstig. Lass mich doch einfach mal rein. Did you hear that? Should clear up soon, I imagine. Should clear up soon, I imagine. I think we've got a downer here. You're really bringing me.